Es wird deep, meine Liebe, es wird deep. So, in der heutigen Folge Female Leader Stories stell dich bitte darauf ein, dass wir in deine Familiengeschichte eintauchen, dass wir wirklich tief in dein Unterbewusstsein gehen. Wir sind ja schließlich schon bei der 4. von 5 Folgen in der Serie Die Karriere deines Unterbewusstseins. Das heißt, wir gehen auch in deine Familiengeschichte rein. Und die heutige Folge habe ich, wie ich finde, treffend betitelt, die Wahrheit über Karrierefrauen und ihre Väter. Herzlich willkommen im Female Leader Stories Podcast, deinem Podcast für Karriere, Leadership und die Gestaltung deines Lebens und das zwar selbstbewusst auf deine Art und Weise. Und warum habe ich das jetzt gerade wiederholt? Weil das, was uns in der Kindheit passiert oder wie wir aufgewachsen sind, was uns prägt, prägt auch oft ganz, ganz stark, wie wir unser Leben leben, entweder im kompletten Gleichklang mit unseren Eltern oder aber auch in der Kontraposition. Und häufig nehme ich bei Frauen wahr, die sehr, sehr viel auf ihre Karriereentwicklung auch legen, dass sie häufig auch aus einer entweder ich will es meinen Eltern beweisen, sie sollen mich lieben, Energie auch machen oder aber auch aus einer Position heraus, wo sie vielleicht auch darunter leiden, dass sie nie so anerkannt wurden und es eigentlich anders machen wollen als ihre Eltern auf der Kontraebene. Wir wissen von der Psychologieforschung her, dass Töchter mehr die Liebe ihres Vaters wollen und Jungs mehr die Liebe ihrer Mutter, also das Gegengeschlechtliche. Und das ist vor allem jetzt auch interessant in dem Kontext, weil in unserer, deutschsprachigen Welt wir so sozialisiert und aufgewachsen sind, dass sich eher Mütter um den Haushalt und die Kinder kümmern und die Väter eher das Geld verdienen. So, was mache ich jetzt, wenn ich als Tochter eigentlich die Liebe des Elternteils möchte, der oft gar nicht da ist und wenn er da ist, vielleicht gar nicht präsent ist? Im Gegensatz zu vielen Müttern, die schon sehr, sehr viel zumindest physisch präsent sind und sehr involviert sind in die Kindererziehung. Das macht natürlich auch was mit Töchtern. Das heißt, diese Liebe ist sehr, sehr schwer zu bekommen, die des Vaters. Und gleichzeitig wollen sehr, sehr viele Töchter die Liebe ihres Vaters. Ich habe nie verstanden, warum ich nie die vollendendste Liebe von meinem Vater bekommen habe. Und war erst im Erwachsenenalter imstande, das Ganze aufzulösen. Und ich möchte dir heute einfach auch schon die Hintergründe mitgeben, wie du das auch für dich auflösen kannst. Und gleichzeitig sage ich dir, das ist kein Ding, was man vielleicht aber schon auch in einem kurzen Podcast löst, sondern auch, was definitiv ein längerer Prozess ist, diese vielen Dinge des Unterbewusstseins hochzuholen, anzuschauen und einfach auch neu zu bewerten, anders zu bewerten, wenn du das möchtest. Warum verbinde ich jetzt die Karrierefrauen mit ihren Vätern und mit vielleicht auch der fehlenden Anerkennung, Liebe und Zuneigung der Väter? Väter bringen in ein System Struktur rein, Autorität und auch Sicherheit. Das ist eigentlich diese männliche Energie. Ich sage nicht, dass das Frauen nicht auch können, aber per se ist es die männliche Energie, die das einbringt. Und es ist auch die männliche Energie, die uns dazu bringt, ehrgeizig rauszugehen aus der Komfortzone, unsere Ziele zu verfolgen und diese Go-Getter-Mentalität zu leben. Dieses High-Achievertum, High-Performance und so weiter ist auch sehr viel männliche Energie. Yin- und Yang-Energie, dann eher die Yang-Energie, wenn du so möchtest. Und wonach streben dann sehr, sehr viele Töchter? Diesen fehlenden Aspekt in ihrem Leben auszugleichen und selber in dieser Energie unterwegs zu sein, sehr, sehr erfolgreichen, Goal-Getter-Mentality, ich werde es dir beweisen, dass ich gut bin, ich werde dir beweisen, dass ich das genauso kann wie du, ja, ich folge deinem Vorbild und deinem Ebenbild auch und da extrem viel Gas geben in ihrer Karriere, weil das ein Bereich ist, der auch sehr männlich strukturiert ist. Unsere Wirtschaft ist sehr, sehr männlich strukturiert. Es wird Performance gewertschätzt, es wird Analytik gewertschätzt und weniger die weichen Aspekte unseres Wesens, nämlich das Supportive, das Caring, das Innovative und so weiter, das Kreative wird nicht so sehr gewertschätzt in unserer Wirtschaft. Das heißt, das ist ein Feld, wo wir beweisen können, dass wir diese Struktur entweder selber herstellen können. Ich bin so viel besser wie du.
Ja, ich schaffe etwas, was du nicht geschafft hast, in der Kontraposition, oder ich möchte es genauso erreichen wie du, damit du siehst, wie wertvoll ich bin, damit ich endlich final deine Anerkennung bekomme. Diese Beweisensenergie. Und die ist ganz, ganz häufig da bei meinen Klientinnen auch. Und bei mir selber war das meine Top-Motivation, überhaupt Managerin zu sein. Wenn mich Leute fragen, Katja, wie konntest du mit 23 Managerin sein? Dann sage ich, genau deswegen, weil ich allen beweisen wollte, dass ich es kann. Das war die Energie, in der ich da rumgelaufen bin. Und deswegen habe ich mich auch so über die Grenzen gepusht. Ich habe mein Studium an der WU im Bachelor, mein Bachelorstudium Internationale Betriebswirtschaft mit einem Auslandsteil in 5 Semestern durchgepusht und habe unter den 1% von 5000 Studenten abgeschlossen vom Notendurchschnitt. Und genauso meinen Master habe ich dual gemacht, also berufsbegleitend und als beste Jahrgangsbeste abgeschlossen. Und es waren unglaubliche Dinge, die ich da durchgepusht habe, aber nicht, weil ich immer nur die maximale Freude daran hatte, sondern weil ich wusste, wozu das führt in meiner Karriere, sagen wir so. Und ich habe mir ausgesucht, die Karriere, um meinen Eltern und speziell auch meinem Vater zu zeigen, wie gut ich bin und wie wertvoll ich eigentlich bin und viel wertvoller als mein älterer Bruder eigentlich zum Beispiel oder ähnliches. Und irgendwann habe ich diese toxische Energie für mich aufgelöst, spätestens im Unternehmertum, weil du kannst kein guter Coach sein, wenn du deine eigenen Schattenthemen nicht anschaust und nicht bearbeitest. Also war das ein sehr wichtiger Weg für mich, diese Dinge zu bearbeiten und heute einfach auch meinen Klientinnen ganz selbstbewusster helfen zu können, wie sie dort auch rauskommen aus diesen Dynamiken von, ich muss mich ständig beweisen, ich muss allen zeigen, dass ich gut genug bin, ich muss so viel tun dafür, um das Gehalt zu bekommen, das ich möchte, um die Position zu bekommen, die ich möchte. Und dann sitze ich im Bewerbungsgespräch und die Leute sagen, nein, sie müssen sich schon noch beweisen. Und dann möchte ich, dass sie sagen können, nein, ich bin schon so weit, ich bin so gut. Entweder du nimmst es oder nicht, dann suche ich mir jemanden anderen. Ja? Also wirklich auch diese Grenze setzen zu können. Also wir sind dann häufig sehr, sehr viel in dieser Energie unterwegs und laufen und laufen und laufen und hinterfragen nur selten, warum wir dorthin laufen, woher dieses Bedürfnis kommt. Also dieses Worthy sein, genug sein spielt hier sehr, sehr viel rein. Und so wie es kommt in unserer Gesellschaft, unsere Eltern und ihre Eltern und die Eltern und ihre Eltern sind nicht unbedingt zur Therapie gegangen. Also die Therapie, Coaching etc., das ist etwas, was erst mit unserer Generation und noch stärker in der nächsten Generation noch viel mehr kommt und dadurch eigentlich sich erst die Möglichkeit ergibt, auch ganz viele alte Generationenthemen, die einfach von Generation zu Generation weitergegeben wurden, aufzulösen. Und sage ich wirklich, beschäftige dich damit, weil du hast die Chance, das nicht weiterzugeben an dein Umfeld, ja, im weitesten Sinn, oder aber auch an deine direkte Blutslinie, an deine Kinder. Und das ist wirklich eine Chance, das eben zu reframen, das loszulassen. Und ein Reframe möchte ich jetzt auch mit dir machen und für dich. Merke dir aus diesem Podcast einen Satz: Die Schwächen meiner Eltern sind meine Stärken. Und das gilt jetzt für beide und wir erweitern das jetzt auf Mutter und Vater. All das, wo deine Eltern nicht gut waren drin, das wird meist ganz automatisch zu deiner Stärke, weil du es ausgleichst. Wenn die irgendwie cholerisch waren oder einfach sehr wankelmütig in den Emotionen, dann wirst du häufig sehr, sehr empathisch und sehr, sehr feinfühlig, was die Emotionen anderer Menschen angeht, weil das ein Schutzmechanismus war als Kind. Wenn ich gesehen habe, wie es den Eltern geht, dann konnte ich sehr, sehr schnell darauf reagieren, konnte es ausgleichen und das ist eine Superpower heute. Oder aber auch, wenn deine Eltern nicht viel Verantwortung für dich als Kind übernommen haben, dann hast du selber sehr, sehr viel Verantwortung übernommen und deswegen bist du heute eine tolle Managerin oder eine tolle Projektleiterin oder, ja, weil es dir leicht fällt, Verantwortung zu übernehmen, weil du es eh schon dein Leben lang tust. Also wirklich merk dir, die Schwächen deiner Eltern sind deine Stärken. Und damit du auch also damit wir da auch hier in diese bisschen in das Verständnis für unsere Eltern reinkommen, möchte ich dir eine Übung vorschlagen. Nämlich kannst du dir einen A4-Zettel Papier nehmen und den dann in der Mitte einmal teilen und hier einmal Mama und einmal Papa drauf schreiben und dich dann fragen, wie sind meine Eltern aufgewachsen und getrennt? Mach zuerst die Mama-Seite, dann die Papa-Seite.
Liste auf, wie waren deren Eltern, in welchen Verhältnissen, mit welchen Geldverhältnissen und Bezug, mit welchem Karrierebezug, mit welchen Werten, mit welchen Lebensweisheiten aufgeladen, aber auch im Fürsorge- und Liebeaspekt, waren sie umsorgt oder nicht, oder gab es Gewalt und, ja. Wie waren sie in der Geschwisterfolge? Waren sie Einzelkind? Waren sie mit jemandem zusammen? Ja, all das hat auch einen Effekt auf die Entwicklung eines Menschen. Liste all das auf, ja. Schau mal rein, schau mal wirklich hin, ja. Wie sind die aufgewachsen? Weil häufig ist es einfach so, vor allem wenn man keine Unterstützung von außen mit Therapie und Coaching und so weiter und aber auch alle Trainings und so weiter, die es heute gibt, das war früher nicht da. Das müssen wir uns auch mal eingestehen, dass das nicht da war. Ja, also da war Alkohol, Drogen, Sex, Gewalt etc. Das waren die Mechanismen und Ventile für ganz, ganz viele Menschen, auch wenn sie irgendwas Schreckliches nicht verarbeiten konnten. Heute gehen wir zur Therapie und jeder hat dann Therapeuten und jeder hat dann Coach und so weiter, ja, weil uns diese Menschen helfen, den Richter aufzumachen und zu sagen, okay, wie gehe ich damit um? Was sagt das über mich? Was möchte ich, dass es über mich sagt? Und. Aber um dann nochmal darauf zurückzukommen, du machst die Liste. Du kannst auch jetzt gerne den Podcast kurz pausieren und das ausfüllen. Und dann fragst du dich als nächste Frage, warum haben meine Eltern mich bekommen? Ja? Wozu war das für sie gut in ihrem System? Du weißt, ich bin systemischer Personal- und Business Coach, das heißt, ich bin ausgebildet, in Systemen zu denken und du bist Teil deines Familiensystems. Und gleichzeitig mache ich jetzt auch noch eine Ausbildung zur Aufstellungsleiterin und das heißt, ich werde nochmal hypnosystemischer, also wie dein Unterbewusstsein in dein System eingebettet ist. Also warum haben meine Eltern mich bekommen? Und da kannst du dich wirklich fragen, welche Funktion hast du in deinem System übernommen? Wenn du mich fragst, welche Funktion ich übernommen habe, ich war definitiv die Stütze meiner Mama in meinem System. Also ich habe viel Verantwortung mit ihr getragen und habe daher so diese Rolle auch gespielt als brave, perfekte Tochter, um die man sich keine Sorgen machen muss, die eh schon tut, die eh läuft, die eh gut in der Schule ist, die eh ein perfekt tollen Job findet, die ihre Firma gründet und keine Unterstützung braucht, die keine Unterstützung von uns whatsoever braucht. Die Rolle habe ich übernommen, weil meine Mutter eh genug auf der Platte hatte. Also wirklich auch überleg dir, warum haben meine Eltern mich bekommen? Und wenn du dann das Blatt Papier umdrehst, ja, wo Mama und Papa auf der Seite gestanden ist, dann frag dich jetzt echt, wenn es ein Geschenk war, dass meine Eltern es nicht besser gewusst haben, dass sie nicht andere Kompetenzen hatten, dass sie nicht andere Eltern waren, welches Geschenk ist es für mich? Ja? Also auch wirklich diese Reframe von den Schwächen deiner Eltern hin zu deinen Stärken. Was kannst du heute, weil deine Eltern so aufgewachsen sind, weil deine Eltern so waren, weil das und das in deiner Kindheit so war, was kannst du heute dafür? Und dann empfinde bitte mal tiefe Dankbarkeit für das, wie du aufgewachsen bist, wie du es war. Hol dir hier auch die Kraft ab, hol dir hier auch die Kraft ab, weil die brauchst du. Das ist eine ganz, ganz wichtige Kraft, die wir uns da nehmen. Und das können wir nur, wenn wir dankbar sind für das, wie es war, wenn wir abgeschlossen haben damit. Puh, ich habe gesagt, die Folge hat es in sich. Die Folge hat es in sich, weil sie tiefe Themen anspricht, die du vielleicht im Karrierekontext gar nicht gewohnt bist, über die du gar noch nicht nachgedacht hast. Aber was so wichtig ist, damit du eigentlich deinen eigenen Weg findest, damit du deins leben kannst und nicht so, wie ich sehr, sehr lange durch die Karriere gelaufen bin, in dieser Ich muss mich beweisen Energie, sondern dass wir den Shift auch in deiner Karriere dann hin machen können zu, hey, ja, das hat dich sehr, sehr weit gebracht, diese Beweisensenergie und Hyperachiever-Energie, aber was ist denn dir wichtig, ja, was möchtest du denn hier gestalten und kreieren? Das ist deine Lebenszeit und du hast niemanden was zu beweisen, außer dass du dein Leben wertvoll für dich machst. Und genau diesen Fragestellungen möchte ich mich mit dir in der Karriereakademie stellen. Ich werde dir jetzt in den Shownotes den Link verlinken, weil die Karriereakademie hat geöffnet. Bis zum Ende des Jahres kannst du dich
anmelden für das erste Quartal, für die erste Season, so nenne ich das in der Karriereakademie, von Jänner bis März, wo wir deine Career Vision kristallisieren und wo wir uns nur damit beschäftigen, was du willst, wo du hin willst, was dein Impact ist und wie du Impact generierst. Wir werden auch eine ziemlich coole Impact Party da haben, weil der Weltfrauentag auch drinnen ist. Da werden wir uns auch dem Thema widmen. Und man merkt schon, wenn ich sage Party, die Karriereakademie ist meine neue Community, auf die ich schon sehr, sehr lange hingefiebert habe und auch all meine Klientinnen, weil es der Platz wird, wo auch all die Leute, die bei mir schon im Coaching waren etc., einfach reinkommen und sich länger mit ihrer Karriere beschäftigen. So wie im Fitnessstudio, wo du reingehst und dranbleibst, weil alle 2 Wochen kommt die Personal Trainerin vorbei, that's me, und sagt, okay, wo musst du lang, ja, das und das, schau dir noch an, ja, bleib on track. Und wir haben richtig viele Überraschungen für dich geplant. In dem ersten Quartal sind 6 Termine drinnen, 3 Termine mit deinem Female Leader Circle, mit deiner Community, wo wir interaktive Übungen machen und auch noch 3 Master-Sessions, wo ich deinen Horizont erweitern werde im Thema Career Vision und was für dich alles möglich ist in deiner Karriere, wo du auch anfangen darfst, deinen großen Träumen Taten folgen zu lassen und sie in die Umsetzung zu bringen. Ja, wenn du darauf Lust hast, dann freue ich mich schon sehr, wenn du dabei bist. Du kannst direkt mal in den Shownotes auf den Link klicken und ja, dann bist du schon dabei. Und wir sehen uns dann im kommenden Jahr 2023 in der Karriereakademie und werden genau diese Stärken, die du mitbekommen hast, zum Strahlen bringen. Und darauf freue ich mich schon riesig. Ich sage herzlichen Dank fürs Einschalten, alles Liebe und wir hören uns die kommende Woche wieder zu 8 Aussagen, mit denen dein Umfeld dich zurückhält. Ganz, ganz passend vor der Weihnachtszeit. Alles, alles Liebe, deine Katja. Ciao. Hi, meine Liebe. Hier ist deine Katja. Ich bin so stolz auf dich, dass du dich mit deiner Karriere beschäftigst und ich bin mir sicher, du hast schon einige Erfolge, auf die du zurückblicken kannst. Daher meine heutige Frage: Worauf bist du stolz? Wo bist du über dich selber hinausgewachsen? Lass mir deine Antwort als Kommentar im Apple Store oder auch auf Spotify da. Ich freue mich, von dir zu lesen. Deine Katja.